Willkommen zurück, Leute, zu Vollo vs. Mirai. Dieses Mal mit Donkey Kong Country Returns in der Wii-Version, was man ja so auf meinem Kanal eigentlich gar nicht kennt. Aber wir spielen es auf der Wii. Das wird cool, weil es sieht hübsch aus und es ist sowieso ein geiles Spiel und so. Und ich werde Mirai wieder mal abziehen. Diesmal auf gar keinen Fall. Diesmal zieh ich dich so ab, Junge. Aber richtig, ne? Das werden wir sehen. Oh. Ich würde sagen, Regeln... Keine. Sehen wie folgt aus, es gibt mal wieder keine, wir rushen durch, wir haben weitestens nach 30 Minuten, jetzt hat gewonnen. So wie immer. Genau. Gut, keine speziellen Regeln, das ist jetzt wieder so... Ja, okay, schade. Dann würde ich sagen... Achte auf die Uhr. 3, 2, 1, los! Oh, dieses, dass immer noch dieses komische Menü kommt, ne? Ah. Ja, immerhin brauche ich keinen Squawks auswählen, es kann also nicht schief gehen in diesem Menü. Ja, Squawks ist hier leicht auszuwählen. Ist alles voll okay. Okay, boah, ich muss siegen. Ich muss siegen. Es ist wichtig. Das ist überhaupt nicht wichtig. Ich muss siegen. Übrigens starten wir im zweiten Level, Leute. Das liegt daran, dass Mirai einfach das erste nicht spielen wollte vor euch. Keine Ahnung. War ihm wohl peinlich. Nee, er braucht jetzt Zeit zum Eingewöhnen, ne? Wollte ich ihm natürlich geben, so sozial wie ich bin. Ich laufe jetzt schon so den falschen Weg, weißt du. Bist du auch erst durchgerollt? Ja. Ja, den Fehler habe ich auch. Keine Sorge. Dann geht's ja. Aber dann habe ich noch mal ein bisschen Mist gebaut. Also, aber was soll's? Das wird schon irgendwie. Ach, das geht schon irgendwie. Sein euch. Oh, rush hier ein bisschen zu sehr durch, glaube ich. Wo bist du gerade? Weiß ich nicht. Wie soll ich dir das jetzt erklären, wo ich gerade bin? Speicherschwein oder so. Weiß ich nicht. Weiß nicht, ob du an einem Speicherschwein vorbeigekommen bist. Das war dumm. Ich bin gerade in so eine Art Bonus fast gerannt. Das hätte ich mir schenken können. Das ist mal sicher. Das hättest du dir auf jeden Fall schenken dürfen. Aber du kannst ja an sich ja auch direkt runterfallen, von daher ist das ja nicht so schlimm, ne? Nein, so ein richtiger Bonus war das nicht. Das war, ich bin in den Hintergrund rein und das war, ja, nicht nötig. Das war nicht nötig? Nein. Ach so, ach, ja, ich weiß jetzt, wo du bist. Ja, da bin ich schon lange dran vorbei. Also ja, aber das heißt trotzdem, dass du ganz schön nicht, dass es heißt, hier, der lügt dir da an, der ist doch gar nicht da. Stimmt dich. Das hätte ich mir auch denken können, dass du denn schon weiter bist. Gut. Nee. Oh, Scheiße. Was machst du denn? Achso, deswegen hat er sich daran... Ja, die alten Levels, die kenne ich gar nicht mehr. Nein, Diddy! Egal, ich bin durch. Und krieg ein extra Leben. Ach, bist durch. So ist ja, wieso? Ja, ist ja gut, ich gleich auch, denke ich. Du auch? Bist du schon am Speicherschwein vorbei? Ich weiß nicht, wo hier ein Speicherschwein kommt. Die Sache ist ja auch die, hier kommen 48 Millionen Speicherschweine. Es gibt deswegen nur eins in dem Level. Echt? Ja, dann bin ich noch vorbei. Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Du musst es gesehen haben, sonst bist du nicht dran vorbei. Ich erinnere mich daran nicht. Oh, Junge. Das kannst du doch nicht machen. Ja, du machst noch so viele Fehler, von daher... Oh, in dem Spiel nicht, glaub mir. Ich muss Mirai ja auch mal eine Chance lassen. Ja, klar. Tatsache. Das wieder los. Weil es ist ja sonst auch langweilig, wenn ich hier alles jetzt gewinne. Ich habe das Level gleich geschafft. Oh, also ich bin jetzt durchs Zweite. Das gibt's doch nicht. So, Leben. Nein, ich bin runtergefallen. Sehr gut. Scheiße. Siehst du, das wusste ich doch. Ich kann mich hier... Ich verlasse mich einfach auf deine Fehler und mach das hier souverän zu Ende. So. Okay, ich mach das jetzt auch ein bisschen ruhiger. Ich habe ja den Vorsprung. Das was mich ein bisschen wundert, wie du so einen krassen Vorsprung da holen konntest. Ich bin einfach die ganze Zeit gerollt wie ein Bekloppter. Ja, gut. Ich nicht. Oh, das hätte ich mir sparen können. Oh, aber ich kann ja mit, wenn ich beide habe, kann ich ja durchgehen rollen, stimmt. Richtig. Das habe ich die ganze Zeit getan. Kacke. Roll dich. Ah, das ist wunderschön. Ah, ja, so macht es doch viel mehr Spaß. Ja, ne? So kommt man. Oh, bist du runter? Nee, eben nicht. Schade. Ich hab's noch rechtzeitig gemerkt. Bist du runterfällst? Oh. Oh, was mache ich denn da? Nicht so oft A drücken. Weniger A drücken, mehr gucken. Mehr gucken. Frosch, geh weg! Oh. Frosch, oh, das Level habe ich 1000 Mal schon gespielt. Oh, Speicherschwein, ein Glück. Ich will mein Diddy nicht nochmal verlieren. Ah, das ich habe mein Diddy gerade verloren. Ich verliere mein Donkey auch gleich, wenn ich so weitermache. Nein! Runtergefallen? Nee, der Frosch hat auf einmal nur einen kleinen... Oh, fuck! Ich bin tot. Ja! Oh, von Anfang an. Ja, das Speicherschwein kommt hier recht spät.
schon wieder ein Herz verloren, ey. Ich bin so schlecht. Ach, das passt schon. Das sind die ersten Level, ne? Also da kannst du schnell gut wieder Zeit aufholen. Ach, da unten ist Dizzy. Nehme ich mal lieber mit. Heieieiei. Ja gut, das macht nichts. Ich bin in diesem Spiel ein bisschen ungeübt. Das macht aber gar nichts. Ja, ich habe das jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht, ne? Das darfst du jetzt nicht sagen. Ja, aber ich habe dieses Spiel so an sich ja noch nie gespielt. Ja, gut. In dieser Form. Also, ich habe leider die 3DS-Version nicht, ne? Ja, das ist auch nicht schlimm. Ja, das ist nicht schlimm. Wir machen das hier. Hast du sowieso deinen Vorsprung. Eben. Den muss ich jetzt echt mal wieder einholen, ey. Wird Zeit auf jeden Fall. So, 1,5 Baumkronenkanonen. What? Was? Und hier war das Speicherschwein. Ich weiß, ich bin Millimeter vom Speicherschwein gestorben. Boah, fuck! Ja? Was ist denn los? Nee, ist alles gut, aber ich hab mich erschrocken, was hier abgeht. Alles gut. Oh nein! Ach, da ist ein neuer. Man erschreckt sich immer, wenn man denkt, der Ding geht weg und dann ist da ein neuer. Das finde ich schön. Ich erschrecke mich, weil ich nur ein Herz habe und wieso habe ich keinen Diddy? Alles scheiße ist. Ich habe keinen Diddy. Ich habe ihn fast geworfen, aber ich habe keinen Diddy. Also Leute, ihr dürft... Oh, das ist ein neuer. Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ist mein Diddy? Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe das fast genommen und ich habe keinen Diddy. Was soll der Scheiß? Das finde ich jetzt gar nicht in Ordnung. Du bist schon im nächsten Level, oder? 1,5 Baumkronenkanonen, ja. Ja, gehe ich jetzt auch gerade hin, glaube ich. Ah, ja. Bin gleich durch. Oh, da kommt ja gleich der Boss schon. Oh, Kacke. Ja, das geht recht schnell hier. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Wahrscheinlich verbringe ich gleich 20 Minuten beim Boss. Das glaube ich nicht, der erste Boss. Doch, wie ich mich kenne, kann das passieren. Ach, der erste Boss ist doch leicht. Was sagst du so? Der erste Boss ist schön leicht, den kriegst du hin. Da vertraue ich einfach mal auf deine Skills. Ich weiß, du hast Skills. Irgendwo verborgen. In deinem Innersten. Ich würde jetzt hier nicht so große Töne spucken. Du liegst hinten. Also von daher haben deine Skills wohl ziemlich gelitten in der letzten Zeit. Ja, so ein bisschen, ne? Ach du Heilige. Aber wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Glaube ich zumindest. Ich zumindest. Wir müssen es spannend halten, ne? Der zuerst 6 Punkte hat, hat halt gewonnen, ne? War das so? Hatten wir 6 Punkte gesagt? Wir machen noch Best of 10, oder nicht? Oder das stimmt, das kann sein. Ich weiß es nicht. Ach, jetzt kommt der lustige Loren-Limbo. Ah, das Level macht Spaß. Das macht auch Spaß, vor allem, wenn man nichts sammeln muss. Das ist ja... Spielt sich das ja wie von selbst. Ich sag ja nur, oh mein Gott, ne? Weiß ich nicht. Dein Part. Weiß ich nicht. Ach, lieber Vodo. Das ist lange her. Da war ein O, das war scheiße versteckt. Du hast dich drüber aufgeregt. Das kann sein. Du hast mindestens 20 Minuten an diesem O gefailt. Das ist möglich. Wenn nicht sogar länger. Ich hab den Part gesehen. Nein. Okay, was habe ich noch? Erinnerung kam zurück. Gott sei Dank. Du kriegst das schon hin. Wieso führst du denn so weit? Das gibt es doch nicht. Nein! Das wusste ich nicht. Führe ich noch weiter? Das wusste ich nicht. Was hast du jetzt getan? Am Ende, na, ich denke mal am Ende, ist so ein Fass, das in einem Maul steckt. Ah, da hast du dich direkt weitergeschickt. Das muss erst rauskommen. Ja, ich habe mich aber auch direkt abgeschossen und hatte Glück. Ich nicht. Das wusste ich auch nicht mehr. Scheiße. Ach, Kacke. Na gut. Ich gebe dir jetzt einfach mal den Tipp. Denkst du auch dran, das Intro vom Level zu überspringen? Ja, sicher. Gut, also immer A-Smashen, damit er ganz schnell wieder, damit ja, du siehst, wie klar, landet. Das ist mir klar. Ja, ich wollte jetzt nur nicht wieder, dass es heißt, Mirai, du schummelst doch. Nee. Am Ende kommt das wirklich, das traue ich den Leuten zu. Ich kenne das Spiel ja. Ist ja nicht so, dass ich es gar nicht kenne. Man munkelt, dass ich 1-2 Parts schon hochgeladen habe. Wie weit hast du jetzt eigentlich schon aufgenommen? Ich bin im goldenen Temp... Oh, jetzt hast du mich abgelenkt. Jetzt bin ich gestorben, deswegen. Entschuldigung. Ich bin im goldenen Tempel. Den habe ich zur Hälfte aufgenommen. Also, ja. Goldener Tempel war doch das... Ist das allerletzte. Wenn du all diese Kugeln hast, ne? Aus den vorherigen genau. Tempeln. Genau. Oh, da freue ich mich drauf. Ist der schwer? Der ist schwer, ja. Na geil. Mit Diddy geht's. Also ich kann dir nur sagen, nimm Diddy mit. Ohne Diddy ist es die Hölle. Okay. Ja, ich mache es ja sowieso jetzt nur zu 100% und irgendwann vielleicht nochmal in einem Stream komplett. Ja? Ja, aber Spiegelmodus wird schon sehr, sehr heftig. Aha. Ich weiß ja, ein Herz, ein Treffer tot, ne? Und ohne ja. Diddy.
Ohne Diddy. Oh, das ist ja die schlimmste Einschränkung. Ja, die hatten einem 0,5. Ich hab schon wieder. Ey, ich glaub das jetzt nicht. Ich bin immer noch in dem Level. Das ist nicht schön. Wo bist du eigentlich? Ich bin jetzt gleich durchs nächste. Immer noch im Loren-Limbo? Ja, das ist ein recht langes Level. Bist du da mal gestorben? Einmal, aber das war kurz vorm. Direkt am Anfang. Hui, so, ich bin durch. Ich bin durch. Wie viel Zeit ist eigentlich um? Fast 10 Minuten. Oh ja, gut, da ist ja noch Zeit, ne? Ja, natürlich ist noch Zeit, aber ich sag mal so, ich mach mir jetzt nicht die allergrößten Hoffnungen, aber es ist egal. Es wäre jetzt einfach auch mal ganz schön, wenn ich dieses Level hier einfach mal schaffen würde. Ich fände es aber schön, wie du anfangs noch gesagt hast, dich ziehe ich ab. Ja? Warten wir mal ab, ne? Es sind schon die wildesten Dinge passiert hier. Also, ja, ich meine, eben in 3D-Land, also für euch letzte Woche, für uns eben gerade, ne? Ja. Aber auch so ein paar Sachen. Muss so ein paar Sachen, aber das konntest du nicht rumreißen. So. Ach, das war ja Grizzly. Grizzly, Süßer, komm her. Nein! Sag mal, bist du eigentlich, bin ich total behindert? Das gibt's ja wohl nicht. Das kann ich dir leider nicht beantworten, ohne dich zu beleidigen. Ich bin da schon wieder gegen. Echt? Ja. Rolo, langsam wird's peinlich. Ja, man könnte so sagen. Ich kann mir solche Stellen manchmal, kann ich sie mir einfach nicht merken. Und dann mache ich den Fehler immer und immer und immer wieder und ohne es zu raffen. Ich erinnere dich einfach dran. Achte auf die Statue. Ja. Ich bin jetzt mal so nett. Achte auf die Statue, Rolo. Okay. Grizzly fast tot und so. Oh Gott. Ach, Digga, komm, das kriegst du hin. Entschuldigung, ich will dir gerade nur ein bisschen Stress machen, das weißt du, ne? Ja, ja. Weil du failst durch Stress. Ich hab's gehört, dein Diddy ist weg. Nein. Du bist tot. Ja. Oh. Rat mal an welcher Stelle. Schon wieder? Ja. Ernsthaft? Ja. Ey, komm, du lügst mich jetzt doch an. Nein, ich lüge nicht. Du lügst mich an. Ich bin schon wieder tot. Nein, du lügst mich an. Nein, ey, ich kauf dir das nicht mehr ab. Du bist 3 Welten hinter mir. Ey, Volo, nein. Das kaufe ich dir nicht ab. Wo bist du jetzt wirklich? Ich entschuldige mich in aller Form bei jedem Zuschauer dafür, dass dieses Battle dermaßen in Sachen Gameplay technisch langweilig ist, weil ich einfach, ja, weiß ich nicht. Ich kaufe dir das nicht ab, es tut mir leid. Das kannst du mir ruhig abkaufen. Ich kaufe dir das nicht ab, wo bist du wirklich? Erzähl's mir. Ich schieß mich hier gerade durch. Ja, wir hatten das doch im letzten Part. Die Tiki-Teile fallen hier gerade runter. So, jetzt bin ich bei dem, wo ich warten muss. Zack, zack, zack. Jetzt knallt er dagegen den Stein. Der Stein kippt um. Ich gehe hoch. Jetzt kommen die wir zwei waren Blumen. Gerade noch eben noch drei beim Blumen, Entschuldigung. Part. So, und jetzt kommt von die Stelle. Wegen, du kannst gut lügen. Er macht auf. Zack, ich bin drin. Ich bin drin. Ich glaub dir das nicht. Es tut mir leid. Ich habe das Level geschafft. Ich bin stolz auf dich. Jetzt müsste der Loren-Limbo kommen. Jetzt kommt die Aufholjagd. Ja, jetzt kommt die Aufholjagd, nur dass ich schon im Strand bin. Oh, scheiße. Naja. Dann erzähl mal ein bisschen was aus dem Leben. Was geht so? Ach, was geht so? Alles gut? Haben wir Ausbildung angefangen, ne? Das ist schön. Oh, das ist voll chillig, ich sag's dir. So als Azubi, jeden Morgen um 5 aufstehen. Oh. Ja, gut. Ja, also ich wäre an sich relativ froh drüber, wenn ich immer zur gleichen Zeit aufstehen müsste. Wäre schön. Ich finde das gut. Ja, ich würde aber auch locker eine Nachtschicht machen, so ist nicht, ne? Ja, aber wenn du die gleiche Schicht jedes Mal hast, dann kannst du deinen Tag einfach viel geiler planen. Ich so. Sag's dir mal so. Also ich stehe gegen 5 Uhr auf, fahre um 6 los. So, dann bin ich bis 16 Uhr bei der Arbeit. Dann komme ich gegen 17 Uhr nach Hause. Und gehe so gegen 19 Uhr auf meine Freundin für gewöhnlich an. Und ja. Ne? Und dann gehe ich irgendwann gegen 21 Uhr pennen. Ja, so läuft das. Weil ich müde bin. Willkommen im wahren Leben. Ja, das ist voll scheiße. So ist es. So ist es tatsächlich. Man geht früh schlafen, man steht früh auf. Und man geht auch wirklich schlafen, nicht weil man sich denkt, oh, ich muss jetzt schlafen gehen, sondern weil. Man will schlafen gehen. Was ist los? Du weißt ja nichts mehr in dem Moment. Vor allen Dingen, ich habe auf nichts mehr Lust, deswegen gehe ich ins Bett. Das ist das Schlimme. Ja, ja, ja. Das ist schrecklich. Deswegen komme ich momentan auch mit YouTube nicht klar. Ich kann dir aber sagen, dass Spätschicht zum Beispiel noch schlimmer ist, weil in der Spätschicht ist es einfach so, du kannst zwar aufstehen, wann du willst. Das ist cool. Allerdings, du stehst auf, sagen wir mal, stehst um 10 Uhr auf oder um 9 Uhr und weißt, du musst um 13.30 Uhr losfahren zur Arbeit.
Ja? Du hast einfach keinen Bock, irgendwas vorher zu machen. Du machst nichts vorher. Du sitzt da einfach nur und denkst, oh scheiße, ich muss gleich los. Ich muss gleich los, oh nein. Dann ist das bis so jetzt, ne? 22 Uhr hängst du da. Wenn du um 22 Uhr nach Hause kommst, bist du müde. Also müde würde ich nicht mal sagen, aber du bist kaputt. Einfach auch so ein bisschen so, Oh, also sowas, worauf man überhaupt keinen Bock hat. Oh, gar keinen Bock. Also ich sag's dir, das erste Strandlevel, ne? Der Plankenparcours, der kann was werden, der dich auch wieder aufregen wird. Na, da gibt's ein anderes Level, das ich viel schlimmer finde. Das ist das mit den Wellen. Ja, das ist doch das mit den Wellen. Ach so. Das hasse ich. Ach so, das meinst du. Das ist doch, ich glaube, das ist doch das optionale Level. Ist das optional? Entweder war der Kraken der optionale oder die Wellen. Ich weiß es gerade nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es auch nicht. Ich kann nur sagen, bei den Wellen habe ich hart gefehlt. Ja, das ist normal, würde ich behaupten. Ja, gut, in den Kommentaren wird gleich. In den Kommentaren wird gleich stehen. Die Wellen. Ihr seid so schlecht. Ja, das steht da sowieso. Ja, gut, wer das bei mir jetzt schreibt, das ist auch absolut gerechtfertigt. Aber gut. Ich habe übrigens den Lorenlimbo geschafft. Ich bin im zweiten Level des Strands. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut, ja. Wie wär's, wenn du es nochmal ein bisschen spannend machst hier? Definitiv nicht. Ein paar Fails einbauen. Nein. So. Für die Lulz. Alter, wie komme ich denn mal vorbei? Ach so, das geht ja hoch dadurch. Gresslys Erdloch. Okay. Das kann ich eigentlich auch nur verkacken. Nein. Wobei, der erste Boss. Der erste Boss machbar ist auch nicht schwer, ganz ehrlich. Ich meine, da kommt ja nichts Überraschendes. Dann macht der immer das Gleiche. Ich weiß aber gar nicht mehr, was da so im Großen und Ganzen ist. Gresslys auf dich zurennen hat Stacheln noch. Ja, 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 das weiß ich. Warum sagst du denn, du weißt es nicht mehr? Ja, es ist halt alles so. Ich weiß noch, dass ich beim ersten Mal, als ich das gemacht habe, ziemlich hart gefailt habe. Ich hasse dieses Schütteln, ich hasse dieses Schütteln so. Also, nee, ich weiß nur, dass du beim zweiten Mal gefailt hast. Der kommt zweimal, der Typ, ne? Ja, also nee, beziehungsweise es kommt ein anderer, also der Bruder ja, aber oder sowas. Der mit seinem komischen Panzer, ne? Der dann so wegdingt und mal heiß ist und... Richtig. Hast du nicht gesehen. Ja gut, der hier ist wirklich leicht. Den werde ich im Spiegelmodus wahrscheinlich sogar schaffen. Ohne, dass ich großartig Angst habe. Da kann dir ja im Grunde nichts passieren. Auch wenn er springt und du bist zu übereifrig. Das traue ich dir zu. Na ja, gut. Aber im Großen und Ganzen ist das machbar. Ja, jetzt halt dich fest. Ich habe ihn besiegt. Das ist sehr schön. Hätte ich nicht gedacht. Ja, Gresslys ist aber auch voll schwer. Absolut. Moment, du hast ihn jetzt schon einmal getroffen? Ja. Wie ging denn das jetzt so schnell? Ja, wie konntest du so lange brauchen, frage ich mich. Du kannst, wenn der da springt, springst du halt von hinten auf ihn drauf, ne? Ja, mehrmals, ne? Und dann kannst du, genau, das kannst du mehrmals theoretisch machen. Ja, also, das erste Mal habe ich gefailt, weil was mich nervt, wenn er einen einmal trifft, dann fällt man ja so durch ihn durch. Ja, selbst wenn man ihn treffen würde. Weiß ich jetzt nicht. War nicht voll dumm? Keine Ahnung, kann sein. Naja, ist ja gar nicht so schlimm. Wenn du das sagst, dann ist das so. Das müssten jetzt circa 20 sein, ne? 17,29. Oh! Also, Plankenparcours. Wie bitte? Plankenparcours geht bei mir los. Unterbeschuss. Puh. Ich glaube, das war das Raketen. Ah, ja, das kenne ich, Unterbeschuss. Nein, ich wollte ihn auspusten. Egal. Kann mich auch noch gut dran erinnern. Ich glaube, das war das Raketenlevel. Das ist das Raketenlevel. Ach ja, okay, dann hatte ich doch gerade was Falsches in Gedanken. Oh, wow, 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 lange nicht mehr gemacht. Erstmal wieder an diese Steuerungsverhältnisse hier erinnern. Oh, das nein. Hoch, 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 hoch. Der Heil will mich beißen. Ich find's aber echt jämmerlich, wie in der 3DS-Fassung, also in der leichteren Fassung, man zweimal damit getroffen werden kann. Habe ich ja noch nie gespielt, weiß ich nicht. Zumindest habe ich es gehört. Ich weiß, dass es geht, ja, aber habe ich auch noch nie gemacht. Boah. Bei der Wii U-Version soll es das ja auch geben. Echt? Es gibt eine Wii. Ach so, bei der Tropical Freeze. Tropical Freeze, ja, genau. Das meinte ich mit Wii U. Ich war gerade schon ein bisschen verwirrt. Wii U-Version? Junge, was hast du getrunken? Kommt auch noch. Ja, die kommt auch noch. Dann muss ich es nochmal maximieren, die Zahlen. Richtig. Klar. Es kommt auch noch eine 2DS-Version wahrscheinlich. Das nennen wir dann Donkey Kong Country Returns 2D. Ja, nee, das können sie ja nicht machen, weil der 2DS ja auch die 3DS-Spiele abspielt, nur nicht in 3D. Ja, das ist klar, aber das ist doch wieder so ein Marketing-Gag, weil es nicht jeder weiß. Ja, klar. Weißt du, dann denken wieder welche, Aber ganz ehrlich, ich sehe sogar irgendwo Sinn in dem Ding. Ich auch, ich finde den gar nicht schlecht. Also für die Kleinen zumindest, ne? Die verteufeln den ja alle so. Aber ich kann sowieso nicht komplett nachvollziehen, wie man überhaupt sowas verteufeln kann, weil
es zwingt dich ja niemand, das zu kaufen. Ne? Das, die Leute tun ja so, als würde Nintendo dir das Geld klauen für den 2DS. Aber das ist ja nicht so. Du kannst ihn dir kaufen, wenn du willst. Musst du es aber nicht. Und für die ist es okay und für den Rest, der soll es lassen. Ich weiß nicht, wo man dann sagen kann, voll scheiße, nee, darf man nicht machen. Verstehe ich nicht. Ja, es ist auch absolut ein Rätsel. Das ist so. Also ganz ehrlich, das ist halt das Internet. Ist dir das so, wenn ihr nicht haben, wir sollen nicht kaufen und richtig. Ja, für die Kleinen lohnt es sich halt, ne? Weil ich weiß selbst, wenn man so ein Ding fallen lässt, das kommt mal doof auf, ist der obere Bildschirm ab, sofort. Also mir ist mein Capture 3DS sogar schon mehrfach runtergefallen. Oh. In der ersten Zeit, wo ich den gerade frisch hatte, ne? Da ist der mir mindestens, ich glaube, innerhalb von 2 Tagen 3-mal runter. Ach, Junge, wie kannst du? 3-mal runtergefallen. Ich habe jedes Mal einen Herzinfarkt bekommen. Ja, solltest du auch. Ja, es passiert dann in dem Moment, ne? Junge, der ist teuer. Ja, ich weiß. Vor allem war meiner noch viel, viel teurer als deiner. Und das ist echt... Oh. Ja, du konntest ja nicht warten, ne? Ja, Gott sei Dank. Deiner hat halt die Krankheit, dass er warm wird. Ja gut, im Sommer halt mehr als im Winter, aber... Ja, das ist normal. Ja, eben. Also es geht jetzt. Breaking Man News, kann's... im Sommer ist es wärmer als im Winter. Ja, aber die Konsolen werden ja auch... Also meine PS3 ist ja auch im Sommer, war die ja kurz vorm Sterben. Mhm. So gefühlt. Mittlerweile geht's wieder. Also jetzt im Winter. Ja. Sei froh, jetzt wo GTA 5 rauskommt. Ja, dafür werde ich mir aber... Ich hole mir das Spiel morgen übrigens. Denke ich mal von aus. Ja. Achso, morgen? Übermorgen kommt das doch erst. Ja, aber das wird, glaube ich, schon seit Freitag teilweise verkauft. Nee, der Vorverkauf wurde doch durch Rockstar jetzt... Ja, verboten. Aber glaubst du nicht, dass ich da alle dran halte? Es gibt Sanktionen auf jeden Fall, ne? Ja, wenn die es rauskriegen. Aber das ist ja eine Sache, ne? Sowas kriegt man schnell raus. Ja, aber ich gehe davon aus, dass ich es Montag haben werde. Sagen wir es einfach mal so. Und ich werde mir dafür auch eine zweite PS3 kaufen, weil ich mir sowieso, ich will fürs Wohnzimmer eine Konsole haben. Ach so, du willst das also für dich spielen? Das will ich nur für mich spielen. Ach so, ja, dann ist ja da kommt egal. Kein Let's Play von, deswegen. Ja, das wäre auch wieder so ein endloses Projekt. Das wäre so ein, und außerdem, Rockstar ist da ja so ein bisschen pingelig. Ja. Mit Let's Plays, gerade in der Anfangszeit, das will man nicht. Ja. Das Wellenlevel ist ein festes Level. Oh, schön, ich bin jetzt im sandigen Sandstrand. Ich stürmische See. Ja, ich hol dich nicht mehr ein. Wir sind übrigens gleich bei 22 Minuten. Ich wüsste jetzt auch übrigens nicht, welche Zahl das bei dir ist. Ah, nee, stürmische... Oh, ich bin gestorben. Stürmische See ist das doch das mit dem Kraken, glaube ich. Glaube ich zumindest. Okay. Also ich meine, das erinnert mich jetzt gerade irgendwie an den Kraken. Ja, das ist das Krakenlevel. Heißt das Krakenlevel nicht auch irgendwas mit Kraken? Nein, ich glaube nicht. Ja, auf jeden Fall ist hier eine Statue von ihm, ne? Dann wird's das auch sein. Ja, ich kann mich hier dran erinnern. Also das wird da schon sein. Aber die Steuerung, die finde ich schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hier runter und dann schütteln. Alles muss man mit Schütteln machen. Also ich muss sagen, die Rolle und so, ne, das geht hier viel besser als auf dem 3DS mit dem Schütteln. Auf jeden Fall. Also mit dem Schütteln geht das viel, viel, viel besser. Ich weiß auch nicht mal genau, wie das auf der 3DS-Version war. Ich glaube, da musstest du... drückst einfach ganz normal einen Knopf, aber du musst dabei auch nach vorne drücken. Zeitgleich. Aha. Und es kann vom Timing her relativ einfach schief gehen. Oh, das ist und das ist dann halt extrem nervig, wenn du, vor allen Dingen zu Beginn. Man gewöhnt sich dran, aber... Ja gut, bei der Rolle musst du ja jetzt auch nach vorne drücken, ne? Ja, aber das geht hier einfach besser von der Hand. Liegt aber auch vielleicht daran, dass ich hier einen richtigen Analogstick habe. Ach ja, jetzt geht das und, wieder nicht so ein, Circle-Pad-Scheiß. Oder? Also, das Circle-Pad ist gut. Es ist der Wahnsinn. Die beste Erfindung aller Zeiten ist, alle Controller sollten mit einem Circle-Pad ausgestattet sein. Nee, das ist anstatt einem so richtigen Analogstick. Ein Analogstick. Das liegt ja auch daran, dass du das Ding. Ja, eben, dass du das Ding mitnehmen sollst. Es soll ja nicht kaputt gehen, der Analogstick soll ja nicht abbrechen. Deswegen hast du ja dieses Circle Pad da drin. Da geht's ja weniger ums Abbrechen. Doch? Wie willst du bitte einen Analogstick in eine portable Konsole wirklich sinnvoll einbauen? Die PS Vita hat ja so einen halben Analogstick. Ja, aber es ist ein bisschen mehr Analogstick. Ja. Das ist aber trotzdem eine portable Konsole. Ja, aber eine Scheiß will ich jetzt nicht sagen. Eine nicht so gute portable Konsole wie der 3DS, das kann man... Aber das liegt doch daran an den Spielen halt, ne? Es gibt keine vernünftigen Spiele. Ja, die PS Vita, was soll ja auch irgendwie jetzt mit eingebunden werden in die PS4, ne? Die kriegt so ein extra Teil, dann kannst du PS Vita-Spiele am Fernseher spielen. Genau, das meinte ich. Das bedeutet, man braucht sich keine Capture-Karten mehr für die PS Vita kaufen, die es auch momentan für 700 Euro zu kaufen gibt. Yay! Ja, die Sache ist nur die, kaufst du das Ding und was willst du dann darauf spielen?
Ne? Ja, wahrscheinlich nichts, ne? Was willst du let's playen? Ja, das ist aber so eine Sache, das lohnt sich einfach nicht. Oh! Also für mich zumindest nicht. Bodo, kurzes Update. Wellenbrecher-Wahnsinn ist Level 2,7. 2,7. Ich bin jetzt gerade im Raketenlevel. Das zweite? Oder das dritte? Das ist das dritte oder vierte Level? Ich weiß es nicht. Oh, das Level wird mich killen. Du wirst ja wohl wissen, dass du das Raketenlevel auch gespielt hast, dementsprechend. Ja, das hab ich auch gesehen. Auch mit dem Diddy wäre das hier viel schöner. Wir sind gleich bei 25 Minuten, also wenn ich das noch einhole, wäre der Wahnsinn. Du musst noch ein paar Mal sterben. Das wäre hier sogar machbar. Das Wellenlevel? Hast du das jetzt? Ja. Ja, ich bin im Wellenlevel. Ja, da kann man sterben. Das ist sicher. Ansonsten bin ich jetzt eigentlich relativ gut durchgekommen hier durch die Welt, muss ich sagen. Besser als ich dachte. Boah, ich hab Angst. Ich will nicht. Man hat immer das Gefühl, dass man zu viel macht. Ja. Bei dem Wellenlevel aber richtig. Nein, da gibt es diese Knöpfe. Knöpfe. Ach ja, so. Damit kannst du auch diese Steine hochfahren. Ja, genau, dass eine Wand hochkommt, richtig. Nein! Bist du tot? Ja. Das hilft mir nur leider nichts. Ich bin jetzt gerade im Raketenlevel, Mann. Das ist. Ja, das Raketenlevel ist auch recht lang, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin schon relativ weit. Ich habe schon 3 von 5 Puzzleteilen. Ja, du weißt ja, dass wir alle Puzzleteile sammeln, ne? Das tun wir garantiert nicht. Tut mir sehr leid. Ich wollte nur kurz Angst machen, dass du jetzt dachtest, okay, scheiße. Deswegen ist er so weit hin. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass du gesagt hast, das machen wir nicht. Also nein, richtig. Ich habe keine Angst. Keine Sorge. Gut. Ja, ich mache das nur gerade, weil kann ich hier sowieso nicht schneller machen. Kong habe ich auch komplett. Ja, das Kong hatte ich da auch. Das Bonus-Level noch gewesen, das mache ich jetzt einfach mal nicht. So. Oh, ich bin schon wieder gestorben. Ich habe das Level. Wir haben noch nicht mehr ganz 4 Minuten. Das könnte klappen, ne? Also wenn er jetzt überall im First Ride durchläuft, was ich nicht glaube. Jetzt kommt volles Rohr. Ich bin gerade mal bei 2,4. Unmöglich, dass ich das noch einhole. Ich habe so eine Angst. Gerade so ängstlich. Brauchst nicht sein. Ja, ich habe trotzdem Angst vor dem Wellenbrecher-Leveln, Alter. Ja. Ich würde sogar sagen, könntest du noch Game Over geben? Nein, ich habe 12 Leben oder so. So Crash Bandicoot-mäßig, dass man es nochmal richtig verkackt am Ende. Oh, diese eine Kerbe, die da immer kommt, ne? Kriegt mich immer. Ey, mit Diddy wäre das hier viel entspannter. Wenn man dann einfach so permanent durchrollen würde, ich könnte irgendwie das Doppelte gleichzeitig machen, ne? Schon wieder ein Herz verloren. Und ich bin tot. Scheiße, jetzt habe ich Diddy verloren. Ah, oh Gott, wie viel Zeit ist noch? Oh, kann ich jetzt nicht gucken. Das werde ich innerhalb der nächsten 3 Minuten noch 20 Mal fragen. Knapp 3 Minuten. Nicht ganz. Ich mach uns einfach kaputt. Oh. Gib mir ein Diddy-Fass. Gib mir doch mal ein Diddy-Fass jetzt hier. Kann doch nicht euer Ernst sein. Oh, jetzt kommt da schon wieder ein Viech raus. Jetzt muss ich hier ein bisschen auf. Oh, jetzt bin ich so früh hochgegangen. Ey, ich glaube, ich setze das gleich aus. Ganz langsam, ich habe genug Zeit. Level geschafft. Das sind noch knapp 2 Minuten. Ein bisschen drüber. Ich bin beim letzten Level vorm Boss. Ja, das schaffe ich nicht mehr. Auch wenn ich das jetzt echt. Habe ich wirklich schnell geschafft, das Level volles Rohr. Aber ich hatte Diddy auch noch. Habe ich jetzt leider nicht mehr. So, stürmische See. Oh, dann bist du ja doch gar nicht so weit hinten. Ja, aber ich habe auch nur noch 2 Minuten Zeit. Ja, aber danach kommt doch, glaube ich, schon das Level hier. Ja, wie soll ich das denn schaffen? 2 Minuten und dann das nächste Level? Ich weiß nicht. Ich will es gerade einfach nur schaffen. Ich weiß leider nicht, was stürmische See. Ach so, das mit dem Kragen, das kann ich in der Zeit nicht schaffen. Echt nicht? Ist das so lang? Das ist. Ich bin tot. Ja. Ist aber auch egal, weil das war nicht mehr zu schaffen. Dementsprechend. Na gut. Dup. Ich will das Wellen. Aber die 1,5 Minuten mache ich jetzt noch. Ich will auch gerade unbedingt das Wellenlevel noch packen. Wann merkt er wohl, dass ich ihn anlüge? Gar nicht. Merkst du nicht mehr? Wenn du nicht lügst. Richtig, leider. Du lügst nicht, es tut mir leid, das würde ich dir nicht abkaufen. Ja, ich lüge ja auch nicht. Am Ende bist du doch weiter. Alter, dann bin ich wütend. Nein, ich sehe gerade, wie der Kraken das Schiff zerfetzt. Alter, dann bin ich wütend. Dann werde ich so ein Video machen. Bolo, ihr seid der Lügner. Oh. Oh, er hat meine Gefühle verletzt. Jetzt habe ich Angst. Ja. Oh, ich habe schon das N.
Mit Diddy ist das eher echt geil mit dem Kraken. Das muss ich ja echt mal. Oh, boah, mit Diddy, nein. Das Spiel kann man so. Man kann hier so durchrocken, das ist der Wahnsinn. Boah, wenn ich das eine Level nicht so total verkackt hätte. Jetzt überleg mal, wie ich das eine Level verkackt habe und wo ich jetzt bin. Ja, klar. Und wo du bist. Ich verkacke aber auch das Level hier gerade die ganze Zeit. Oh, da darf man sie nicht runterfallen lassen. Schade. Okay, 30 Sekunden. Ich hab's auf jeden Fall verkackt. Macht nichts. Mirai! Mirai ist der Beste! Ich bin trotzdem relativ froh, dass ich noch so, ja, so weit gekommen bin. Hey, langsam komme ich mir verarscht vor. Diese Krabbe läuft auf mich zu, trifft mich, dann kommt die Welle und haut mich um. Ah. Verdammt! Ja, jetzt ist mir auch egal. So, das waren die 30 Minuten. Mirai hat gewonnen. Buh, yay. Schiebung. Nee, da Volo, lass kann das, irgendwas nicht mit, noch wirklich da in den Kommentaren. Kann irgendwas nicht mit rechten Dingen gelaufen sein. US-Version, mehr Frames oder so. Irgendwie sowas hat er gemacht. Egal. Nein. Gut, also ich bin jetzt auch das letzte Mal gestorben. Es ist auch eindeutig, dass ich habe das eine Level so krass verkackt. Also wenn ich das gewonnen hätte, wäre auch echt nicht verdient gewesen. Dementsprechend steht es nun 4-3. 4-3, ja. Ja, wunderbar. Okay, ja. Dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja, willst du noch irgendwas sagen? Nö, also ich würde jetzt einfach nur noch sagen, wuhu! Okay, schöne Abschlussworte. Ja. Absolut. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Ich danke meiner Mutter, meinem Vater. Bis dann und ciao. Ciao, Leute.